dann auch nochmal einen gewissen Domino-Effekt haben könnte, ist schwer zu sagen, wer dann da einspringt. Jedenfalls ist auch da ja ein Bauboom in China seit vielen Jahren und auch da gibt es große Probleme mit Wohnmangel und alles. Also das ist auch ein Problem, das sehr mit dem Sozialen verbunden ist. Aber diese ganzen Beispiele von gerade eben, aktuell China, der von der Pleite bedrohte Riesenkonzern 2008 Lehman, sind das nicht schlagende Beweise dafür, dass deine Theorie Quatsch ist, weil wenn man einfach nur Schulden macht und Kohle in dieses System reinpumpt, dann gibt es irgendwann den großen Crash? Nein, es gibt keinen großen Crash. Also das sind ja Unternehmen, die falsch gewirtschaftet haben. Und jetzt ist die Frage, sind die too big to fail? Also wenn man sie fallen lässt, dann sorgen sie für eine globale Krise, dann muss man einspringen. Oder ist das eigentlich ein Unternehmen, das dann pleite geht, wo man sagt, gut, das tut uns eigentlich nicht weh, also lassen wir sie über die Klippe springen. Aber dass wir investieren, dass wir Dinge am Leben halten, das hat sich jetzt ja gerade durch Corona und auch schon im Zuge der Finanzkrise gezeigt, ist sehr wichtig, weil es ja keine... Da wieder ein schöner Hinweis, ne? Corona begriff er wahrscheinlich als eine große Chance für einen Neuanfang, wenn man so will. Blase gibt... Ja, so außerdem, wenn du als Staat investierst, in dem Maße, wie er das da will, dann machst du ja auch die Unternehmen kaputt damit. Also er will ja praktisch, sag ich mal, die Unternehmen haben jetzt einen Dollar und der Staat hat einen Dollar, den sie investieren. Okay, so. Und der Staat druckt jetzt noch 1000 andere Dollar, die er investiert. Damit ist der eine Dollar, den das Unternehmen investiert, ja nichts mehr wert, weil die 1000 Dollar vom Staat da stehen. So, damit ist das Unternehmen, das Investment des Unternehmens praktisch annulliert. Es ist nicht mehr vorhanden. Also, ne, das hat ja auch negativ. Erstmal fordert niemand eine Vertausendfachung der Staatsausgaben und zweitens danke an Moschus Maniac für das beschlossen hast. Negative Konsequenzen so rum. Was wir eigentlich erleben ist, dass überall ja Geld fehlt. Also die Kommunen haben nicht genügend Geld. Die Infrastruktur haben wir schon angesprochen. Die großen Klima... Ja, die Lösung war immer, mehr davon zu drucken einfach. Wieso ist da niemand drauf gekommen? Ich meine, wir hatten die Druckerpresse. Wir haben einfach immer um 6 Uhr abends Schluss gemacht. Wir hätten die ganze Nacht durchdrucken können, hätten wir schon das Dreifache an Geld gehabt. Wie vernagelt wir waren. Projekte, die anstehen, die wir machen müssten, Bildung, all diese Dinge sind ja jetzt nochmal offenbar geworden. Da kann man ja nicht sagen, wir spielen da einfach ein bisschen Geld zu und dann gucken wir mal, was passiert, sondern das kann man ja sehr gut planen. Und es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche Industriezweige unterstützt, die sowieso eigentlich besser den Bach runtergingen, sondern es geht hier tatsächlich um Zukunftsprojekte. Eigentlich könnte man es umdrehen und sagen, die Konservativen haben... Wer entscheidet, welche Industriezweige besser den Bach runtergehen sollten und welche Zukunftsprojekte sind? Also das Zentralkomitee, Herr Schmidt. Ich meine, dann muss ja eigentlich in seiner... So wie es früher die Politik, so wie sie es früher auch entschieden hat. Also das Deutsche Kaiserreich hat entschieden, dass es gut ausgebaute Reichsbahn braucht, also hat man die ausgebaut. Und deswegen haben wir in Deutschland heute so ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz. Es ist doch relativ einfach. Das ist doch keine Erfindung kommunistischer Staaten, dass nun mal politisch entschieden wird, welche Industrien ausgebaut werden und welche nicht. Warum haben die USA ein Silicon Valley und wir hier in Europa nicht? Weil wir in Europa das sich systematisch durch staatliche Investitionen hochgepäppelt haben. Die ganzen Konzerne, die da in den USA hochgeschossen sind, die sind zum einen durch staatliche Grundlagenforschung, die in dieser Region konzentriert war, und zum anderen durch staatliche Subventionen hochgekommen. Warum hat China heute eine unabhängige Tech-Industrie, aber wir in Europa nicht? Weil China entschieden hat, sich abzuschotten und eigene Digitalkonzerne aufzubauen. Wir wollten das nicht, also haben wir das nicht. Also, dass staatliche Industriepolitik wirksam ist, das zeigen doch gerade die großen Digitalkonzerne. Die USA und China haben da auf aktive staatliche Politik gesetzt. Wir hier in Europa haben gesagt, das regelt alles der Markt. Wir machen unsere Maastricht-Kriterien, wir machen unseren Binnenmarkt, wo Kapital ganz frei gehandelt werden kann, wo alle Produktionsfaktoren immer ganz frei zwischen den Ländern hin und her geschoben werden können, wo freier Warenhandel herrscht. Was haben wir bekommen? Wir haben einen wirtschaftlichen Abstieg im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsräumen bekommen, die im Gegensatz zu uns nicht so naiv waren und diese schwachsinnige neoliberale Erzählung geglaubt haben, wir müssen nur auf den freien Markt setzen und da kommen schon Innovationen. Also, ja. Zu China werde ich auch gleich noch was sagen. Ich hoffe, ich habe den einen Punkt vom Schattenmacher, an den ich mich erinnert habe, nicht überhört.
Sicht die momentane Regierung kulturell so ziemlich genau das sein, was er will. Ne? Nur halt plus noch oder minus mit dem Abstrich, sie wollen nicht den Kapitalismus komplett über die Wupper gehen lassen, auf jeden Fall nicht so schnell und Diktatur des Proletariats. Aber von dem her, was sie so machen, ist das ja eigentlich genau sein Fall. Also im Grunde genommen sind seine Leute an der Macht. Sehr gut für die Autoindustrie waren sie bestimmt nicht so. Und für die chemische Industrie ja. Jetzt jahrelang den Falschen viel Geld gegeben in Form von Subventionen und Steuererleichterungen. Und jetzt könnte man mal überlegen, dass man da umsteuert. Man muss jedenfalls nicht diese Frage der Gegner. Ist auch so ein Ding von wegen, wenn man lang genug quatschen kann, ohne irgendeinen Widerspruch, mit einer Stimme, ja, als hätte das schon irgendeinen Sinn, was man da sagt, dann wirkt das auf die Mehrheit halt wirklich so. Wen genau meint der hier mit Subventionen? Also, soweit ich weiß, wird ja in Europa am meisten der Landwirtschaft subventioniert und so ein bisschen ist eine Landwirtschaftssubvention sinnvoll im Sinne von, du kannst jetzt hier nicht deine interne Landwirtschaft komplett zugrunde gehen lassen, denn wenn es mal zur internationalen Krise kommt und du kein Essen mehr importieren kannst, dann musst du immer noch auf deine heimischen Quellen angewiesen sein, das heißt, du darfst sie nicht verdorren lassen. Das ist für mich das Argument für Landwirtschaftssubventionen im internationalen Vergleich, dass du in Krisenzeiten einfach eine eigene Landwirtschaft immer noch hast. Und das mag auch noch ein, zwei andere, also kriegswichtige Ökonomien geben, bei denen das so hält. Aber es wäre hilfreich, wenn er genau sagt, was er damit meint. Welche Subventionen abzuschaffen sind. Vielleicht ist das ja sogar sinnvoll, aber oft ist, also manchmal mag es das auch nicht sein. Wir sind hier übrigens fast am Ende vom Kapitel, warum der Staat viel mehr Geld ausgeben sollte. Es gibt noch eine Minute, ich bin gespannt auf die kritischen Nachfragen. Gegenfinanzierung aufmachen. Okay, also falsch investiert heißt, um zwei Beispiele zu nennen, über viele Jahre und Jahrzehnte die Kohleindustrie. Ja. Und bis heute von der EU befördert die Was haben die gegen die Kohleindustrie? Kohle ist der einzige energetische Rohstoff, den wir besitzen. Es ist ja nicht dumm, diesen Industriezweig ein bisschen zu subventionieren, also man muss natürlich immer auf das Maß blicken, damit man eine Energiereserve in der Hinterhand hat, dass man nicht 100% auf Energieimporte angewiesen ist, weil das mal in Krisenzeiten recht übel werden könnte. Ich sage nicht, dass man das machen muss, dass das 100% der richtige Plan ist, aber es ist zumindest mal ein Gedanken, den ich zumindest nachvollziehen kann. Ja, aber wie gesagt, das beißt sich mit ihren Weltuntergangsdingern, die sie ja auch brauchen, weil sonst wäre es nicht unbedingt notwendig, ihre Utopie zu erschaffen. Ja. Und wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie viel die Kohle subventioniert wird, müsste man sich ja auch mal angucken, keine Ahnung. Die eine Frage, die kommen müsste, um ihn ins Straucheln zu bringen, wäre einfach nur, warum gibt es denn keine Inflation oder gibt es Inflation und das ist gut und warum das? Ja. Riesigen ja. Milliarden. Also, ich kann es nochmal wiederholen. Wenn der Staat seine Ausgaben steigert oder wenn irgendein Akteur in der Wirtschaft seine Ausgaben, das kann auch das Ausland sein, in das plötzlich mehr exportiert wird. Es können die Privathaushalte sein, die ihre Ausgaben steigern. Es können die Unternehmen sein, die mehr investieren. Es ist völlig egal, welcher Sektor das macht. Wenn ein Sektor mehr investiert, dann führt das zum einen zu einem höheren Preisniveau und zum anderen zu höherer Beschäftigung und einer höheren Produktion. Und je näher die Wirtschaft Vollbeschäftigung ist, desto mehr wirkt sich das Ganze nur aufs Preisniveau aus und so gut wie gar nicht mehr auf die Produktion. Je näher wir Vollbeschäftigung sind, das ist der zentrale Punkt. Also habe ich jetzt schon dreimal gesagt, das kann man auch bei jedem Keynesianer, wenn man sich irgendwo mal informieren würde, quasi sofort nachlesen, weil das immer die Argumentation ist. Da braucht man jetzt nicht irgendwie ganz tief in die keynesianische Theorie reinzuschauen. Das ist so ziemlich die Basic-Argumentation dort. Und das Schlomo, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das nicht denkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen einfachen Gedanken kann, es kann beides passieren, also Preisniveau und Produktionssteigerung, dass er diesen einfachen Punkt völlig übergeht und nur in diesen Extremen denkt. Also es ist unfassbar. Träge an Agrarsubventionen. Exakt. Ja, wo Monokulturen entstehen, die auch ökologisch fragwürdig sind und wo du dann irgendwann. Wie willst du denn außerhalb einer Monokultur was anbauen? Ich meine. Ja, du baust halt ein Meizenfeld an, das ist eine Monokultur. Und wie gesagt, nochmal, das mit dieser Agrarsubvention, das mag auch noch andere Gründe haben. Einer ist halt die Krisenstabilität damit. Wollen wir das komplett aufgeben? In welchem Maße wollen wir das aufgeben? So viele Details werden zu besprechen, so viele Fragen. Weiß ich, im Falle der Milchbauern immer mehr milchproduzierende Kühe hast, die kein Mensch mehr braucht. Ja.
damit wir dann plötzlich Nahrungsmittel ins Ausland exportieren, als sei das für uns eigentlich wichtig und als sei das jetzt so fortschrittlich dann für eine EU, für ein modernes Europa. Und ich meine, das Problem ist hier tatsächlich eine ideologische Frage. Also wir haben jetzt einfach gesehen, Joe Biden gibt ein paar Billionen aus oder auch Scholz hat viel Geld in die Hand genommen. Und dann gab es manchmal diese Argumentation, ja, weil wir so sparsam waren in den vergangenen Jahren, können wir uns das jetzt leisten. Das ist ja Unsinn. Also es wurde ja nicht Geld irgendwo hingelegt und das hat man nun genommen und hier... Ja, aber die Schulden wären ja größer sonst. Ja, ja, also es stimmt ja auch, Deutschland hat Schulden eher abgebaut. Und jetzt wieder stark Schulden zugenommen. Die USA im Übrigen haben sehr, sehr, sehr viel mehr Schulden gemacht. Also ich glaube, die USA sind da mittlerweile auch schon mit 120-130% ihres Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Das ist auf dem Niveau von Italien oder sowas. Neulich hat die irgendeine Ranking-Agentur den amerikanischen Bonitätsgrad heruntergestuft. Also es ist nicht so, als ob es den Leuten nicht aufgefallen sei, dass die USA sich wie bekloppt verschulden. Jetzt werden und, die Arbeiter... Ja, natürlich, kurzfristig funktioniert das. Das wird aber wahrscheinlich langfristige Folgen haben. Weil die jetzt gerade im Lockdown sind. Sondern ja, welche? Bitte erklär mir welche. Man hat einfach Geld im Prinzip, ich will nicht sagen drucken lassen, weil das ein bisschen komplizierter ist, dieses System, aber man hat mit der EZB ein sehr kompliziertes Konstrukt geschustert, bei dem die Staaten sich verschulden können. Zum Teil hat man jetzt eine europäische gemeinschaftliche Verschuldung, das musste man machen, weil ja Italien... Ich habe noch einen Vorschlag dazu, wieso erlauben wir es nicht einfach Privatbürgern Geld zu drucken? Wieso verkaufen wir nicht auf Amazon? Ja, gibt man noch mehr, genau. Ja, genau, noch mehr. Je mehr Leute mitmachen, desto lustiger. Besonders ja. Kritisch dastand. Und im Prinzip könnte man es aber vereinfachen. Ein souveräner Staat. Also das muss ich jetzt nicht wirklich erklären. Also ich weiß, die Frage von Schlomo ist ein bisschen scherzhaft, aber wenn der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, der für die Gesamtwirtschaft denkt, eben die optimale Haushaltspolitik macht, um für maximales Wachstum zu sorgen, dann ist das was anderes, als wenn man Privatpersonen erlaubt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und damit Ressourcen für sich selbst zu beanspruchen, dann hat man eben Moral Hazard. Also das hat der Schattenmacher vorhin erklärt, das brauche ich jetzt nicht nochmal aufgreifen.